Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mars Orakel im Zeitraum von 3. Juli bis 9. Juli 2018. 3. Juli ist Dienstag. Und Dienstag ist ein Mars-Tag. Nach westlicher Astrologie bewegt sich Mars zurzeit im Tierkreiszeichen Wassermann und ist rückläufig bis 27. August 2018. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass es weniger Kraft da ist, man fühlt sich müde und erschöpft, etwas werft zurück, raubt Kraft, aber die Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Mars ist die Kraft, mit dieser Kraft können wir etwas in Bewegung setzen, das ist der Motor, aber wir brauchen die Mars-Energie, uns durchsetzen im Leben, mutig zu sein, etwas bewältigen, uns behaupten. Mars bedeutet auch der Mann, also den männlichen Liebesplanet, der Geliebte von Aphrodite. Mars ist rückläufig in Tierkreiszeichen Wassermann, so wird es in westlicher Astrologie berechnet. Dann wirkt das ganz gut zum Tierkreiszeichen Zwillinge und für Tierkreiszeichen Waage. Alle drei Tierkreiszeichen gehören zum Luftelement. Diese Kraft verspüren auch die Wiedergeborenen, auch die Schützengeborenen. Bei Löwengeborenen bedeutet das Ausgleichen, die Kraft richtig einsetzen. Wenn das zu viel ist, verlieren zurzeit die Löwengeborenen die Kraft, verlieren sie die Gleichgewicht. Wo Spannung entsteht, das sind die Skorpiongeborenen und die Stiergeborenen. Entweder Stress mit einer männlichen Person oder sie fühlen sich gerade kraftlos. Dieser Wassermann Mars unterstützt die Fischengeborenen und die Steinbockgeborenen. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen und Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen entsteht eine gewisse Unsicherheit. Entweder wissen sie nicht, welche Richtung sollen sie ihre Kraft einsetzen oder die Verbindung zu einer männlichen Person und sie können das nicht einordnen. Aber, und jetzt kommt der große Aber, es gibt die indische Astrologie. Und ich bin mehr davon überzeugt, dass die indische Astrologie korrekter ist als unsere westliche Astrologie. Nicht umsonst tendiere ich in diese Richtung. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anderes. Sie berücksichtigen die Präzession und das ist nichts anderes als die Bewegung unserem Sonnensystem und dadurch verschiebt sich die Frühlingspunkt. Und diese Verschiebung, die Tierkreiszeichen und die Sterne berücksichtigt, die indischen berücksichtigen die indischen Astrologen bei ihren Berechnungen. Das heißt, das ist korrekt. Und wenn wir den Katalog bei Astronomen betrachten, dann die Astronomen haben auch eine andere Berechnung und das ist übereinstimmend mit den indischen Astrologen. Die indischen Astrologen, also im indischen Horoskop, bewegt sich Mars rückläufig im Steinbock. Und in einem astronomischen Kalender ist es genau dasselbe. Die Astronomen sagen auch, Mars bewegt sich rückläufig im Steinbock und das ist korrekt. Und jetzt schauen wir mal von diesem Aspekt her, wenn das so ist, was entspricht die Wirklichkeit, dass Mars rückläufig im Steinbock ist, dann spüren sie die Steinbockgeborenen diese Kraft. Bei dieser Rückläufigkeit kann bedeuten, dass Einflüsse von außen
kommen und es werft etwas zurück, die Steinbockgeborenen. Kann auch ein Einfluss sein von einer männlichen Person. Dieser Steinbock Mars unterstützt dann die Stiergeborenen und die Jungfraugeborenen, aber auch die Skorpiongeborenen und die Fischengeborenen. Ein gewisser Ausgleich brauchen die Krebsgeborenen, überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein, das im Gleichgewicht halten. Spannung entsteht dann bei Widergeborenen und bei Wagengeborenen und eine gewisse Unsicherheit bei Zwillingsgeborenen und bei Löwengeborenen. Ich habe jetzt den Unterschied erklärt. Wir sollen neu orientieren oder so in den Grenzbereich bewegen. Und jetzt kommt die Legung. In diesen Tagen, wo sollen wir unsere Kraft einsetzen? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage ist, was vermittelt uns eine männliche Person? Beide gehört zu Mars-Energie und die wichtigen Themen sind in die Mitte. Wenn das darum geht, uns für etwas einsetzen, uns behaupten, dann ist wichtig, auf unseren Gefühlen hören und abwarten. Abwarten für den richtigen Moment. Und unsere innere Stimme sagt schon, wann der richtige Moment ist. Wenn wir die Mars-Energie zu einem bestimmten Mann zuordnen, was macht dieser Mann gerade? Wartet ab und spricht nichts über die Gefühle und möchte auch nicht zurzeit über Gefühle sprechen. Kann auch bedeuten, bewahrt die Ruhe, die Gelassenheit. Kann auch bedeuten, unterdrückt gerade seinen Gefühlen, aber immerhin hat eine ruhige Verhalten. Die Kommunikation mit einer männlichen Person oder welche Richtung sollen wir die Aufmerksamkeit lenken, worüber sollen wir sprechen, wie können wir durch Gespräche uns behaupten, unsere Meinung vertreten, das zeigt diese Karte an. Das ist ein Casino. Ich war noch nie im Casino und ich würde auch niemand empfehlen, da zu spielen. Halte ich nichts davon. Aber das Leben ist nun mal oft ein Casino. Und das sind die Risiken. Und hier geht es um Gespräche. Jetzt etwas zu vermitteln. Gehen wir in ein Risiko ein. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Hört die andere zu? Oder führt zu Missverständnissen. Man braucht hier wirklich die Feingefühl. Was darf man sagen, was sollte man nicht sagen? Und mit wem sollte man sprechen? Wenn das hier um Verträge handelt und jemand versucht, da die Aufmerksamkeit zu lenken, dann ist das Risiko zu groß, etwas zu verlieren. Also die Aufmerksamkeit lenken auf ein Gespräch oder auf einen Vertrag ist mit Risiko verbunden. Liebe Partnerschaft, natürlich Thema Liebe, Partnerschaft gehört zu Mars-Energie, immerhin ist der Mann. Also schauen wir die Liebe an. Was will dieser Mann sagen oder nicht sagen? Dieser Mann ist offen für eine Beziehung, das zeigt symbolisch die Nacktheit dieser Dame. Aber er sperrt den Weg. Er hat Angst oder versucht, etwas noch festzuhalten. So wie diese Haltung zeigt auch, er ist in Warteposition. Jetzt kommt die Bewegung. Das kann natürlich Sport sein oder Auto oder etwas in Bewegung setzen und das passt sehr gut zu Mars-Energie. Was kommt in Bewegung? Wichtig ist vor dieser Bewegung die inneren Gleichgewicht oder etwas ausgleichen oder vergleichen. Die Waage symbolisiert auch die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage.
Das kann bei vielen passieren, dass sie gerade ihren ganzen Kraft einsetzen, um einen gerichtlichen Prozess. Trifft nicht jede Einzelne, aber ich schließe das nicht aus. Also wichtig ist die innere Ruhe, inneren Gleichgewicht. Daran liegt die Kraft und mit dieser Kraft kann man vieles bewirken. Oder bevor wir überhaupt handeln, sollen wir etwas ausgleichen oder vergleichen oder eine rechtliche Lage. Haben wir Glück, wenn wir etwas bewegen in die Tagen? Ja, wir haben Glück, weil das kommt auch etwas entgegen. Das ist das Geben und Nehmen. Also es lohnt sich, in eine bestimmte Richtung orientieren, um jemand kümmern oder Interesse zeigen oder etwas in Bewegung setzen, weil es kommt auch etwas zurück. Welche Lernaufgabe haben wir mit dieser Mars-Energie? Das ist das Vertrauen. Auch wenn wir noch nicht ins Ziel sind, wir sollen die Mut und die Kraft nicht verlieren. Weil diese Karte zeigt an, wir sind noch nicht ins Ziel, aber die Richtung stimmt. Und daran liegt auch das Glück und das verspricht hier den Sternenhimmel. Also die Mut nicht verlieren, die Richtung stimmt und irgendwann kommen wir auch an. Was ändert sich oder was können wir mit unserer Kraft verändern? Natürlich kann auch ein männlicher Person sein, wo Einfluss nimmt, gerade auf euren Leben. Und das wäre eine Einladung, einen schönen romantischen Abend. Diese Veränderung ist zum Erwarten. Die Träume, die Sehnsüchte, kommt das zum Erfüllung oder sind es Hindernisse? Jemand will nicht, dass wir unsere Träume leben. Es kommt etwas entgegen, das spiegelt momentan in unserem Leben. Das ist die Falschheit oder Neid oder Lügen. Jemand gönnt uns das nicht, dass wir unsere Visionen, unsere Träume, unsere Sehnsüchte leben können. Also wenn das so ist, dann sollen wir achtsam sein. Oder nicht viel erzählen, was wir gerade vorhaben. Was gibt uns die innere Überzeugungskraft? Das ist schon unsere Träume. Entweder haben wir einen wichtigen Traum, und das sind auch Botschaften, die Sprache, die Seele, oder wir sollen unsere Träume nicht aufgeben. Kann auch dieser romantische Abend sein, dass wir dadurch diese Kraft verspüren in uns. Und das war dieser Mars-Orakel bis 9. Juli 2018. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.